Gut. Ich habe mir immer geschworen, niemals einen Text übers Muttersein zu schreiben, aber nachdem ich mir zum 624. Mal anhören musste, da kannst du doch mal so einen Text drüber schreiben. Bitte, bitte, hier ein Text. Einen Text für Andreas, Dominik, Matthias, Caro, Rebecca, Tina, Alexandra, Irmgard, Tim, Tillmann, Sören, Ann-Kathrin, Sibylle, Bianca, Anke, Leonie, Traudel, Petra, Sonja, Joscha, Lukas und Fabian und sicherlich nicht für Sabrina. Bei der ganzen Sache mit dem Kinderkriegen war für mich entscheidend die Zahl 9. 9 Minuten reichen zur Zeugung, 9 Stunden zu spät die Pille nehmen, begünstigt das schon mal. 9 Monate Kugelbauch, 19 Stunden gottverdammte Wehen. Mein Kind war 3180 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Das sind in Zahlen eine 1, eine 8, eine 3, eine 5 und zweimal die 0. 8 minus 3 sind 5, plus 5 sind 10, minus 1, kann jemand rechnen, sind 9. Womit bewiesen wäre, dass man überall eine Verschwörungstheorie finden kann, beim Kennedy-Attentat, 9/11 oder eben beim Kinderkriegen. Dieser Text ist folglich in 9 Teile gegliedert. 1. Hochsommer, hochschwanger, Krankenhaus, Außentemperatur bei ca. 45 Grad, wach seit 32 Stunden, wehen seit 16 Stunden, bin mir sicher, dass ich sterbe. Die Tür öffnet sich, die Hebamme fragt, geht's Ihnen gut? Ja, sicher, fauche ich. Dann ist ja prima, flötet sie und verschwindet. 2. Nachts, 3.17 Uhr, Körbchengröße undefiniert. Licht an. Schönen guten Abend, die Milch geschüttelt oder gerührt, Licht aus. 3. Bin auf einer Party, bin angetrunken, angeschwitzt und unterhalte mich über Literatur. Erwähne 18 zu sein und Mutter. Mein Gegenüber verschluckt sich an seinem Bier. 18 und Mutter und gar nicht asozial. 4. Habe beschlossen, dass mir Kontakt zu Gleichaltrigen in meiner Situation guttun wird. Sitze in einem Raum mit 5-mal lebendig gewordenem Klischee-Teenie-Mama. Wortführerin Sabrina, leicht übergewichtig mit Rest-Babybauch unter zu engem rosa Glitzer-Top, öffnet ihre Tasche und knallt 3 Fotos auf den Tisch. Wem sieht die Cheyenne denn jetzt am ähnlichsten? Sie kaut Kaugummi. Es folgt eine halbstündige Diskussion über die Unterschiede von Murat zu Kevins Nase und dem Grübchen von Mike. Ergebnis der Diskussion? Keins. Man wendet sich interessiert mir zu, ich bin ja die Neue. Wie ist denn das bei dir? Ich schaukel nervös das Kind auf meinem Arm und denke mir, wichtig ist das für dich, wichtig ist das, ganz, ganz wichtig ist das für dich. Dann zupfe ich ein Foto aus meinem Geldbeutel, schiebe es in die Mitte vom Tisch und sage, also das ist der Vater von meinem Kind, sicher, und naja, wir haben eine Beziehung und lieben uns und so. Sabrina begutachtet das Bild, dann das Kind auf meinem Arm, wieder das Bild, wieder das Kind, nochmal das Bild und sagt, die sieht ihm aber nicht so ähnlich. Zustimmendes Nicken der anderen. Dafür ist die Ähnlichkeit zwischen mir als Kind und ihr gravierend. Sabrina guckt verständnislos. Die sieht halt aus wie ich, erkläre ich. Skeptisches Schweigen, ich überlege, die Stille mit einem Witz zu brechen. Haha, immerhin weiß ich ja dann, wer die Mutter ist, nicht? Erhoffe mir Lachen. Sabrina guckt schockiert. Ja, wenn man das nicht weiß, ist schon krass. Ich packe meine Tasche und gehe. 5. Ziehst du die Mütze bitte auf? Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Mama, Kind. Mama, Kind, Mama, Kind, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, nein. 6. Supermarkt. Adrettes nettes Kind sitzt lachend und brabbelnd im Einkaufswagen. Ich lade Biomilch ein. Alter Mann, um die Mitte 60 von der Seite. Also sowas aber auch. Bitte was? Leuten wie Ihnen sollte man die Kinder direkt wegnehmen. Was? Ja, so jung und so, da verkommen die Kinder doch. Eine Schande ist das. Da müsste der Staat mal was machen. Sowas hätte es früher gar nicht gegeben, dass man jemanden so rumlaufen lässt. Das arme Kind. Was? Abartig ist das. Richtig, richtig abartig ist das. Ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche ihm noch einen schönen Tag und gehe. 7. Bin mit meinem Kind auf dem Rückweg vom Schwimmbad. Eine Frau spricht mich an. Ach, dass es heute so Tage noch Jugendliche gibt, die ihre Geschwisterchen mit zum Schwimmen nehmen. Mama, sagt das Kind. Kind, sage ich. Nein, sagt die Frau. Doch, sage ich. Traktor, ruft das Kind. 8. 8. Abends, 7:45, Primetime. Putze Joghurt von der Deckenlampe in der Küche. Fragen Sie nicht. 9. Stehe im Finale der deutschsprachigen Meisterschaft im Poetry Slam und lese 1000 Menschen einen Text übers Muttersein vor, den ich nie schreiben wollte. Habe das Gefühl, richtig tief gesunken zu sein. Verspüre das Bedürfnis nach Alkohol und einer Kippe danach, also nach dem Auftritt. Lächle professionell. Sage Dankeschön und verlasse die Bühne.
Das war für euch. Jürgen Weber.